Guten Morgen, liebe Fotofreunde. Ich bin heute mal wieder auf einer Fototour unterwegs in Bayern und zwar hier am Bayersäuer See. Ich war schon mal hier mit der Family und habe hier einen schönen Nachmittagsausflug gehabt und bin hier an einem echt coolen Steg vorbeigekommen. Und da hat mich ein Schild fasziniert, welches hier angebracht ist. Naturkino ist hier das Stichwort. Und deswegen bin ich heute da. Ich möchte das Naturkino hier live erleben am See. Die Vorstellung beginnt in circa 20 Minuten, geht die Sonne auf und darum geht es in dem Video. Hier eine schöne Perspektive finden vom Steg. Vorne sind auch zwei so Bänke bzw. so Liegen aus Holz. Die machen sich ganz gut, glaube ich. Vielleicht kriegt man da ein ganz gutes Foto hin, was auch eventuell in einer Wellness-Zeitschrift sich ganz gut machen könnte. Genau, jetzt gehen wir mal vor und schauen uns die Sache an. Die Sonne geht eh gleich auf. Was jetzt gerade total schön hier ist, man sieht den Mond und der spiegelt sich gerade wunderschön in der Wasseroberfläche, weil das Wasser glasklar und glatt ist. Es gibt gerade keinen Wind. Da werde ich jetzt vielleicht doch mal das allererste Foto machen, auch ohne Sonne, weil eigentlich die Stimmung hier gerade am See unglaublich schön ist. Das ist echt ruhig, es sind auch keine Enten auf dem Wasser, die jetzt hier irgendwie Wellen erzeugen würden. Ich packe mal aus und werde es auch echt weitwinklig, glaube ich, machen, das Bild, dass diese Bänke jetzt auch schon hier gut zur Geltung kommen. Die Sache ist halt die, wenn ich es jetzt weitwinklig mache, wird der Mond halt relativ klein sein. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich mache es ja immer so, erstmal ohne Stativ mit der Kamera ein bisschen rumspielen und gucken, wie die Perspektive ist. Und wenn ich eine gefunden habe, wird geballert. So, jetzt habe ich das Thema, ich bin hier auf 14 mm und es reicht mir nicht aus. Ich hätte total gerne nur diese Bänke, ohne hier diese Pfosten. Jetzt muss ich halt noch mal kurz umdekorieren und ziehe die jetzt noch ein ganz kleines Stück vor. Vielleicht schaffe ich das. Schau, dass die echt annähernd symmetrisch hier ausgerichtet sind. Mal schauen, ob das klappt, dass ich diese Ecken hier nicht drauf habe. Ja, so kriege ich es hin. So, mir fällt jetzt eins auf, diese Bank ist mir hier ein bisschen zu weit rechts am Rand. Wenn ich die Kamera drehe, habe ich hier allerdings wieder die Bank drauf. Deswegen zerre ich die jetzt noch ein kleines bisschen näher zusammen, die zwei Stühle. Und das sind jetzt einfach Details, aber auf die achte ich halt total gerne, dass es für mein Bild einfach passend aussieht. So, jetzt fällt mir hier noch auf, ich habe eine Querleitung, da passe ich jetzt genau auf, dass die nicht schief auf dem Bild daherkommen. Also ich will, dass die gerade angeschnitten sind. Und auf dem Bild, die Bänke sind eigentlich das Hauptmotiv, aber ich möchte in die Ferne gucken, deswegen fokussiere ich jetzt vorne auf den Berg und auf den Mond. Das mache ich hier im manuellen Fokus. Stelle ich hier am Objektiv einfach um an den 14er und gehe mit der C2-Taste in meinem Fall hier ganz vorne ran und fokussiere hier den Mond schön scharf an. Von der Blende her mache ich es auch so, dass ich sie etwas schließe, bleibe auf der ISO 100. Schau, dass ich hier eine schöne Belichtungszeit hinkriege. Jetzt habe ich auch den Mond genau mittig zwischen den Stühlen, also die Spiegelung vom Mond. Dazu gibt es jetzt noch ein bisschen Nebel über dem See. Ich belichte eine Sekunde und es wird schon mal ein gutes Foto, auch ohne Sonne. Super stimmungsvoll. Es ist einfach so geil, weil der Berg da oben, die Bergspitze, ist auch genau zentriert über diesen beiden Stühlen. Also alles lenkt den Blick im V-Style, in so einem Pfeil-Style in Richtung Mond und Bergspitze. Das ist echt klasse hier. Und drüben geht die Sonne langsam auf, da kriegt man das Rosa im Himmel. Wir haben Nebel über dem See, schöner geht's gar nicht. Also ist echt top. Gefällt mir richtig gut.
schaue nochmal, dass meine Kamera optimal ausgerichtet ist. Ihr seht, der Mond ist hier genau in der Bildmitte, die Bergspitze ist in der Mitte, beide Stühle sind so ausgerichtet, dass der Blick mich in das Bild hineinführt. Querlattung, muss jetzt aufpassen, dass die auch gerade ist. Schau, da muss ich jetzt 1 Zentimeter nach rechts bewegen, jetzt das Stativ. Aber das ist mir einfach wichtig, dass das echt passt. Ganz gerade kriege ich es nicht hin, sehe ich gerade hier mit der Querlattung, aber fast. Und so machen wir das Bild. Schau mal, wenn ich jetzt länger belichten würde, wäre es mir schon zu hell. Auf einer Sekunde. Let's go. Mit der Auslöseverzögerung. Und dann habe ich hier dieses leichte Rosa im Himmel. Spiegelung von dem Mond. Hey, einfach geil. Das ist einfach das tatsächliche Naturkino. Und wenn die Stühle jetzt hier nicht so eingefroren wären, würde ich mich sogar hinlegen und hier einfach mal abchillen. Aber ich will ja heute mal ein gutes Bild machen. Aber ihr seht, auch vorm Sonnenaufgang kann man ein richtig schönes Bild hinkriegen, wenn man die Zeit einfach nutzt. So, da drüben ist der Daniel jetzt auch in Action zu sehen. Der ist mit mir heute da, hat mich aus dem Bett rausgequält. Lustige Side-Story. Heute Nacht war Zeitumstellung und wir haben uns ja eigentlich auf 4.30 Uhr heute verabredet. Also musste ich wirklich mal eine Stunde früher aufstehen. Aber was wir beide nicht bedacht haben, dass die Sonne bei der Zeitumstellung nicht mitspielt. Und so waren wir da eine Stunde zu früh da und haben uns in den Arsch abgefroren. Aber so ist es halt manchmal, wenn man nicht nachdenkt. Oh, mal gestern noch haben wir nachgeguckt, wann ist der Sonnenaufgang. Da war der halt zu einer anderen Uhrzeit wie heute in der Wetter-App. Oh, naja. Was man hier auch gut machen könnte, wäre den Steg auch mit einbinden. Aber ich sehe gerade, wenn ich mit der Kamera jetzt weiter noch nach hinten gehen würde, ist der Steg schon wieder nicht mehr so hübsch, weil diese Wiese ziemlich vertrocknet aussieht. Ich zeige euch mal, was ich meine, weil schaut her, hier wäre noch ein guter Standpunkt für die Kamera, wo sie jetzt gerade steht und mich filmt. Aus der Perspektive würde ich diesen Steg heute nicht filmen, weil einfach die Wiese ist einfach total vertrocknet. Die ist braun und sieht nach gar nichts aus. Und jetzt tritt wieder genau das ein, was mich schon in einem vergangenen Video beschäftigt hat. Die Sonne geht auf, die Erde wird erwärmt oder die Luft und wir haben jetzt wieder Wind auf dem See. Vor 5 Minuten bei dem anderen Foto war spiegelglatt. Mei, das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich wollte ja tatsächlich Spiegelungen vom Berg hier auch einfangen. Aber so ist es halt im Kino. Die Sonne geht jetzt endlich auf, die Wärme kommt. Und jetzt nutze ich hier zum Beispiel diese Liege, dieses U als Rahmen für die Sonne. Da spiegelt sich die Sonne wunderschön da in dem Wasser. Und das Ganze mache ich dann auch mit so einem Blendenstern und knall die Blende zu auf F16. Weiter geht's nicht und von der Belichtungszeit bin ich bei ungefähr 1/60. Das halte ich noch sehr gut aus der Hand. Gleich kann ich den Stuhl mal kurz noch drehen.
dann ist es nahezu perfekt. Ob das jetzt das beste Bild ist, keine Ahnung. Aber in dem Moment jetzt hier gefällt es mir gut. Jetzt bin ich auch mal frech und gehe mal hier rein, weil ich einen Weitwinkel habe. Und das ist jetzt hier wieder spannend und kreativ. F16 und jetzt wird geballert. Auch eine gute Idee. Jetzt richte ich die Stühle nur noch mal schnell wieder aus, dass wir noch mal ein schönes Bild aus der Ferne drauf machen können. Bam. Schön. So, jetzt haben wir heute Morgen ein paar Settings hier ausprobiert, haben schon bei Dunkelheit Fotos gemacht und sind jetzt ganz happy eigentlich mit diesem einen Hauptmotiv, diesem Steg und den Bänken. Also kann nicht schaden, auch mal die Kameraposition ein bisschen zu ändern, was Neues auszuprobieren, weil wir haben echt gemerkt, die Sonne geht verdammt weit links auf und wenn man auch mit 14 mm oder der Daniel hat auf 12 mm das Bild von hier gemacht, da war die Sonne einfach noch nicht drauf auf dem Bild. Deswegen haben wir jetzt die Stühle einfach hier ein bisschen verrückt und uns hier gespielt. Ja, war eigentlich ein schöner Sonnenaufgang hier, ne? Tatsächlich Naturkino, da hat das Schild da vorne nicht zu viel versprochen. Freut mich. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, gebt mir gerne ein Like fürs Video oder abonniert meinen Kanal für weitere Landschaftsfotografie-Videos oder lasst mich in den Kommentaren einfach wissen, was euch interessiert. Bye bye, euer Sigi, heute vom Bayer, wie heißt der? Bayersonnersee, ne? Bad Bayersonnersee, kann man kaum aussprechen. So, bye bye, ciao, ich fahre wieder heim und leg mich endlich mal hin.